In Berlin schlug eine Frau ihre Affäre bewusstlos, um sie im Schrank vor ihrem heimkommenden Ehemann zu verstecken. Auf jeden Fall, Deutschland ist so kaputt. Fake or real? Das ist auf jeden Fall real. Ja. Guten Morgen, Internet! Alter, war das euphorisch! Ich glaube, die Betonung war aber falsch. Bei euch geht es eher am Ende so runter. So, guten Morgen, Internet! Da merkt man, wer schon über acht Jahre YouTube macht und wer noch nicht. Wer schon das Format hat. Obwohl, du machst auch schon echt lange YouTube, oder? Ich mach's auch schon seit 8 Jahren, ja. Stimmt! Da, also bei mir ist einfach die Energie geblieben. Da bin ich so ein Küken. Ich mach's erst seit 5. Oh mein Gott, kleiner Junge, ey. Was machst du hier? Wow. Wir haben den Jonas von unserem Kollegenformat bei Funk, und zwar Plan und Los. Und das, wir werden mit dir. True. Die Schulzeit ist vorbei. Und was kommt jetzt? Studium oder doch Ausbildung? Komme ich mit den Leuten, mit denen ich dann zusammenziehe, überhaupt klar? Muss ich mich gesünder ernähren? Wie bewerbe ich mich richtig? Und warum sind Haustiere so verdammt teuer? Stopp! Ihr habt keinen Plan, was eure Zukunft angeht? Ihr braucht Antworten, und zwar schnell, informativ und unterhaltsam? Dann seid ihr hier genau richtig. Jede Woche neue, spannende Themen. Ich würde sagen, planlos war gestern, denn jetzt heißt es Plan und los! Und wir werden heute ein Spiel spielen. Und zwar erklärt uns das Daniel Netschi! Das ist dein offizieller Nachname. Okay. Das ist mein Namensschild. Ja, man muss dich schützen, deine Identität. Du bist Polizist. Ja? Viele Leute hassen dich. Okay. Was spielen wir heute? Wir spielen heute das schöne Spiel Fake or Real Stories. Mhm. Mit dem Hintergrund der Polizei. Warum? Dazu später. Ja. Das heißt, ich werde euch immer Geschichten vorlesen, ganz kurze Meldungen aus dem Polizeibereich oder dem Alltag der Polizei. Und die sind entweder wahr oder erfunden. Und ihr habt so schöne Schilder vor euch. Genau. Na? F, rot, fake, falsch. Real. Oder fake, stimmt, fake. Ja. Fake und real. Fake und real. Genau. Fake oder richtig, so hier. Da muss man sagen, ich bin so verwirrt. Oh mein Gott. Cross-Promo hier einfügen bei euch auf dem Kanal. Kommt dazu auch ein schönes Video, und zwar, wie man sich richtig im Umgang mit der Polizei verhält. Ne? Ja, da gibt es so Tipps und Tricks. Also nicht aggressiv, nicht den Jesus Way of Lifestyle. Könnt ihr mal gerne mal YouTuben. Schönes Video. Ist auf jeden Fall absolut unterhaltsam. Grüße gehen raus an Jesus. Sprite ist hier, kommt noch mal vorbei. Ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mit der ersten Story an. Genau, es gibt wie immer Punkte. Und wir schauen mal, wie ihr euch so schlagt. Also, erste Story. In Berlin schlug eine Frau ihre Affäre bewusstlos, um sie im Schrank vor ihrem heimkommenden Ehemann zu verstecken. Auf jeden Fall, Deutschland ist so kaputt. Fake or real? Das ist auf jeden Fall real. Schwer. Ich schwöre, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Könnte auch sowas sein. Fake. Das könnte auch was ausgedacht. Du sagst real? Ja, vielleicht ist das auch zu offensichtlich. Also so extra eine krasse Story, aber nee, ich bin auch bei real. Also, ich sag auch real, Deutschland ist wirklich kaputt. Diese Story ist tatsächlich real. Ja, auf jeden Fall. Ist so passiert. Ein 13-jähriger Junge aus Madrid wurde von den Eltern seiner Mitschülerin verklagt, nachdem er ihr einen Liebesbrief mit anzüglichen Sätzen geschrieben hatte. Fake, es gibt keine Kinder. Was? Es gibt keine 13. Ach, deswegen gucken nur so alte Leute die Sendung. Was ist los bei euch, ey? Ich sag das real. Ich glaube, er wurde nicht angezeigt. Ich glaube, er wurde versucht an. Ja, aber ich glaube, so kleinlich sind die nicht. Das ist so kleinlich. Das ist real. Fake. Es ist tatsächlich fake. Das ist komplett ausgedacht. Jonas hat bislang 2 Punkte. Oh, wir müssen vielleicht die Punkte auch noch drauf verlieren, weil ich glaube, das reicht sonst nicht. Ja, kommt drauf so, an, ob man abliefert oder nicht. Ne? Also, wenn wir nicht so drei Frauen, die sich als falsche Nonnen verkleideten, wurden aufgrund von Kokainschmuggel festgenommen. Sie fielen auf, da das Preisschild an einem der Kostüme noch befestigt war. Fake, real. Ich sag real. Weil Nonnen-Dinger sind immer real. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Story schon mal gehört. Ja, das liegt vielleicht daran, dass es aus dem Film ist und komplett fake. Ah, oh, das war das mit Whoopi Goldberg, ne? Kokain und so. Ah, nee, die haben gesungen, das war Sister Act. Aber nein. Ja, so. Bei einem versuchten Raubüberfall auf einem Imbiss wehrte sich die Verkäuferin, indem sie die Täter heiße Soße über den Kopf schüttete. Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus geliefert. Auf jeden Fall. Frauen haben einen klaren Verstand, wenn es um sowas geht. Ich glaub, Leute generell in solchen Soßen. Also wer geht in Fastfood-Restaurant oder so oder in so einen Burger-Joint? Wer überfällt denn Imbiss? Da bist du auch ganz unten angekommen. In den USA sehr viel, denn das ist komplett fake. Ich stehe doch auch nicht auf und gehe dann in Asialaden. Ist fake.
shit. Wir nicht, haben nicht, als ob wir alle. Ja? Bei mir war bis dato alles echt. Ich habe schon so viel Shit gesehen, Leute. Hey. So, aus Lust und Laune hackte sich eine Engländerin in den eine Engländerin in den kleinen Finger ihre linke Hand mit einem Bolzenschneider ab. Das ist aber komisches Deutsch. Also die hat sich den kleinen Finger mit einem Bolzenschneider abgehackt aus Lust und Laune und trug ihn als Halskette. Der Grund, das sieht süß aus. Das ist eigentlich zu krank. Also das muss jetzt wahr sein. Ja, weil so viel. Wer sich sowas ausdenkt, ist sonst krank einfach, finde ich, oder? Es gab übrigens du kennst unsere Redaktion nicht. Die Frau, die einen kleinen Finger getragen hat. Einfach auch nur, ich bin da auf Jonas' Seite. Dieses so, es war so viel Fake, jetzt muss das real sein. Das ist tatsächlich real. Ja, danke schön. Das gab's wirklich. So, eine New Yorker Tänzerin wurde verhaftet. Eine was Tänzerin? Eine New Yorker Tänzerin. Ach so, keine New Yorker? Nein. Okay. Da sie ihrem On-Off-Freund erlaubte, ihr 9 Monate altes Baby zu tätowieren. Ist nicht lustig, aber ist mega lustig. Was hat er tätowiert? Ich vermute mal so Mike Tyson Gesichtstattoo. Das sind halt USA, ne? Ja. Da hat er jedes zweite Baby wahrscheinlich eine Tätowierung. 9 Monate. Ja. So, wenn sie dieses Baby finden, bringen sie es hierhin zurück. Return, also. Shipping. Wäre eigentlich geil, finde ich. Shipping einfach. So ein Code, so ein QR-Code. Ich sag wieder richtig. Oh, weiß nicht. Ich muss sagen. Ich sag, das ist fake. Amis, ne? Obwohl, aber 9 Monate. Leute lassen auch ihren kleinen neugeborenen Babys Ohrlöcher stechen. So. Wo ist da der Unterschied? Ich sag fake, weil ich glaube, also da gehört ja nicht nur der Freund, sondern auch ein Tätowierer dazu. Und ich glaube, ab dem Punkt würde es dann schwieriger werden. Ja, ist aber leider trotzdem passiert. Ist real. Alter, Mann, das ist krank. Das ist wirklich, ja. Man merkt, dass ihr das bei euch auf dem Kanal schon gemacht habt, weil du sehr gut bist da. Genau, ich kenne mich Polizei, mit der Polizei ja. sehr gut aus. Ja, das muss einfach dazu so. Sagen. Aber was machen wir jetzt? Machen wir das hier. Ein 80-jähriger Mann wurde nach 62 Jahren ohne gültigen Führerschein fahren erwischt. 62 Jahre? Ja. Ich glaube, es ist fake. Ach, das ist guter Kaffee. Danke. Gesunder Kaffee. Ich sag es real tatsächlich. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man das einfach so durchziehen kann. Weil why not? Damit hat Freddy tatsächlich recht. Scheiße. Ja. Ich tippe mal, es liegt auch daran, weil vor 80 Jahren oder in dem Fall vor 62 Jahren war ja ein gewisser Krieg und sowas. Da war es vielleicht nicht so sehr mit, ach, brauche jetzt einen Führerschein. Das ist eher ausgedacht vom Staat, dass es Krieg gab. War immer schon so. Ja, aber die Jahre danach. Da hat er es dann vielleicht schon aufgeschlossen. Ja, hat er natürlich, aber dass er nie kontrolliert worden ist. Ja, muss ja auch nicht. Also wenn du irgendwie ein Auto vererbt kriegst oder vom Vater oder so, dann stirbt der Vater. Aber die Polizei und dann hält dich doch random an, einmal in 62 Jahren. Nee. Ich bin auch erst in den letzten 7 Jahren, wo ich Auto fahren kann, mich 2-mal angehalten worden. Mit 100 km. Ja, ich auch. Aber einmal, weil ich nachts gefahren bin nach dem Super Bowl, da wollen die dann immer innerstädtisch in Düsseldorf, da haben die dann alle kontrolliert immer auf Alkoholkontrollen. Ja. Und einmal, weil irgendwie eine Baustelle war und eine Absperrung und dann waren die so langsam Leute durchgelotst und dann mal reingeguckt. Na gut, okay, nächstes. So, innerhalb von einer Woche wurde ein 86-jähriger Mann 4-mal geblitzt und 3-mal von der Polizei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit angehalten. Die Polizei entnahm ihm nach einem Monat Gerichtsvollzug den Führerschein auf Lebenszeit. Das andere Beispiel jetzt. Also ein alter genau ein Raser, ein alter Knacker-Raser. Es war zu viel richtig jetzt hintereinander. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist nur diese Algorithmen. Ich glaube auch, dass es falsch ist, weil ich glaube, ihr habt die richtige Story einfach ins Gegenteil umgekehrt. Nein, es war halt, also ich glaube, also zu einem gewissen Punkt kann ich mir das vorstellen, aber ich glaube, der hat halt dann nur ein Zeitfahrverbot bekommen. Also, ihr habt tatsächlich alle recht, das ist fake. Ja. Toll. Deswegen kriegt kann jeder auch allen keinen Punkt geben. Scheiße. Punkt. Das hat er wieder schon wieder so. Nach 3 Jahren Gefängnis stellte sich heraus, dass der falsche Mann in Haft genommen wurde. Sein eineiiger Zwilling wurde kurz vorher auf einer Razzia in Hannover festgenommen und gestand die Tat. Richtig. Nein, das ist zu assi. Also das ist zu krass. Das ist diese Zwillingsverbundenheit. Ja, glaube ich nicht. Okay, falsch. Boah, als ob du so ein Typ richtig, bist. Richtig, ich sag einfach richtig. Ich sag ich kann auch eh richtig, nicht mehr jetzt kommt gewinnen. Mit, egal. Ich muss vielleicht an Jonas vorbeiziehen, deswegen muss ich was anderes machen. Tatsächlich diese Story komplett erfunden. Verdammt nochmal! Dankeschön. Zu hoch gepokert, verdammt nochmal! So. In Salzburg wurde ein 30-Jähriger der Führerschein für 3 Monate entnommen, nachdem er essend mit einer riesigen Ladung Fastfood auf dem Schoß auf der Autobahn erwischt wurde. Grund: fahrlässiges Verhalten. Richtig, würde ich auch so machen. Was? Fastfood essen oder den Führerschein wegnehmen? Das Essen. Ah, okay. Aber ich sag das falsch. Was nicht erlaubt. Ich sag falsch. Einfach mal so. Das ist tatsächlich falsch. Scheiße. Dankeschön.
Führerschein würde ich auch nicht sagen, wegnehmen. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich glaube einfach noch an das Gute im Menschen. So, Achtung, nächste Story. Aufgrund der Vermutung einer Straftat stellte die Polizei fest, dass nicht menschliches Blut, sondern dass ein rohes, doch das eines rohen Koteletts vom Balkon tropfte. Also hat jemand angerufen, oh, hier drauf Blut, und dann war es nur ein Kotelett. Boah, auf jeden, Alter, das passiert mir halt dauerhaft. Ich leg wenn immer du Grillgut wieder rauslegst, raus. Nee, einfach so, auf dem Winter mal. Schön Kotelett auf dem Balkon. Kann ich mir auch vorstellen. Dass ja. Ich würde auch panisch. Also wie hysterisch die Leute immer sind, wenn die ein bisschen Blut sehen. Das ist halt das Problem, wenn echt noch was mit dir passiert, dann wird der Nachbar unten dann... Klar. Der wird dann sagen, ach, der liegt wieder seine Koteletts raus. Und diese Story ist tatsächlich wahr, ihr habt alle einen Punkt. Geil. Toll, jetzt haben wir alle einen Punkt. Nicht schlecht, weil dann hat Jonas noch mehr. Jonas geht's voll ab, Alter. Ey, das ist ja auch vorher informiert, ne? Du bist bestimmt wieder Wikipedia. Jonas ist immer so informiert, der ist gut vorbereitet, der ist genau das Gegenteil. So, Achtung, nächste Story. Eine italienische Dame hat eine Granate in ihrem Supermarkt Kartoffeln gefunden. Italien, Mafia und so, ne? Boah, das, dieser Kommentar, der war jetzt ein bisschen... Ich sag auch falsch, kann ich mir nicht vorstellen. Tja, damit habe ich euch alle reingelegt, das gab es nämlich wirklich. Ja, aber Beweis... Kannst ja nicht. Die Oma ist explodiert. Wieso sollten wir die glauben, dass es gibt? Hallo, ich trage eine Uniform. Ach so, stimmt. Ja. Pauli-Zeit. So, ich habe noch zwei Storys für euch. Ja, finde ich gut. Also, ein Surfer verklagte einen anderen Surfer, weil er ihm seine Welle gestohlen hätte. Falsch. Ja, die Leute sind so crazy. Ich kann es mir so vorstellen. Ich kann mir so freaking vorstellen, dass halt irgendwie so ein Typ einfach so The Dingo Stole My Baby. Ich sag falsch. Ja? Ja. Final? Ja. Okay, das ist tatsächlich richtig. Verdammt nochmal! Hoch auf die USA. Oh Mann, ey. Nee, das ist eine echte Story. Ja, ja, sag ich ja. Aber Jonas hat auch wieder einen Punkt. Deswegen bin ich sauer. Das ist immer noch ein weg. Ich bin immer so dran und dann muss sagt er das Gleiche. Muss ich noch mitspielen? Ja. Das ist zu dieser Stelle einfach nur noch demütigend. Wir machen einfach alles oder nichts. Okay, gut. In Texas wurde ein Mann nach einem Überfall auf ein Pizzarestaurant verhaftet, da er zum Verschleiern seines Gesichts einen Motorradhelm mit seinem vollen Namen trug. Ja, Jonas, was sagst du? Ich muss jetzt das Gegenteil nehmen. Ja, ich nehm falsch. Ich sag richtig, weil dummer Amerikaner. Komm, bitte. Diese Story ist tatsächlich so passiert. Nein! Ja! Ausgleich! Ja, Ehre verteile ich dieser Sendung. Nein, ich hab einen Punkt. Nein. Sorry, ja. Katie hat auch einen Deswegen Punkt. Deswegen hab ich so wenig nein, Punkte. Nein. Okay, Ausgleich, dann würde ich jetzt noch ein Stechen machen, damit wir mit dem Plan Sieger gut, gib mal ein Messer. Wer letzter steht, gewinnt. Das war so ein Scheiß. Ja, also, Gag-Kiste ist aus. Ein 13-jähriger Junge aus Florida wurde wegen übermäßigem Furzen in der Schule verhaftet. Ich sage, das ist falsch. Ich habe mich einfach vor dir entschieden. Jetzt ist die Frage, was du mitmachst. Ich habe noch eine für den Fall, dass du mitziehen willst. Ja, ich würde echt gerne mitziehen. Dann eigentlich. Mach das gerne. Ich habe noch eine. Nee, ich mach richtig. Ich mach richtig. Okay. Ich habe keinen Bock auf mitziehen. Alter, das ist nie im Leben passiert. Wenn das Amis passiert ist, Alter, geht's falsch. Ja, falsch. Was ist tatsächlich so passiert? Ja, Mann! Der ist es! Wer wird denn da angezeigt? Das vielleicht hatte sein Hintern auch eine Waffe. Vielleicht hat er Kartoffeln aus Italien gegessen und hat eine Granate. Vielleicht, I don't know. Tja, das. Soweit von mir, wir haben einen Gewinner. Ja, finde ich gut. Ich finde das gut, diese Gewinner-Sachen. Finde ich gut. Jonas auch auf jeden Fall. Jonas, hat dir jetzt deine Expertise von deiner kleinen Fortbildung, die du schon bei euch gemacht hast, geholfen? Höchstwahrscheinlich, ne? Ja, es ging ja hier viel auch um amerikanische Fälle. Wir haben natürlich uns auf die deutsche Polizei konzentriert, die bestimmt sowas mit dem Furzen und so nicht durchgelassen würde. Das ist sicherlich so ein bisschen der Unterschied. Ja. Aber ich habe hier auch was dazu gelernt. Das ist spannend. Gut. Hier also, kann man auch was lernen, Leute. Aber noch mehr kann man tatsächlich, glaube ich, bei Plan und Los lernen. Also guckt da auf jeden Fall vorbei. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich auch den von Plan und Los. Dann sehen wir uns dort oder bei unserem nächsten Video. Haut rein. Tschüss.